Wir feiern den Gottesdienst im Namen von Gott, der zu uns schaut und uns gern hat wie eine Mutter oder ein Vater. Im Namen von Gott, dem Sohn Jesus Christus, der einer von uns geworden ist. Ein richtiger Mensch, der Freude und Leid erfahren hat, der Ostern das Leid überwunden hat und zurückgekommen zu seinen Jüngerinnen und Jüngern, für ihnen die Freude in der Zeit und in der Ewigkeit zu schenken. Und wir feiern im Namen von Gott, dem Heiligen Geist, der Kraft, die Lebensmut oder Glauben schenkt. Amen. Jesus Christus sagt, dir alle, die Mühe haben und Burdinnen schleipfen, kommt zu mir. Bei mir könnt ihr leuen, so findet ihr Ruhe für eure Seele. Mit diesem Wort aus dem Matthäus-Evangelium, aus dem 11. Kapitel, begrüße ich euch zum Gottesdienst, liebe Hörerin, liebe Hörer, liebe Mitbeter, liebe Mitbeterin. Der Sonntag nach Ostern. Viel wird neu nach Ostern. Die erwachende Natur, wo Neues im Zusammenhang mit dem Wiederauferstehen von unserem gesellschaftlichen, öffentlichen Leben, wo ja der Bundesrat am Donnerstag bekannt gegeben hat. Wie wird euch das? Eins, was bleibt, ist, dass Gesundheit im Zentrum steht. Wir haben es auch bei Jesus gehört, und er kümmert sich um Gesundheit. Man sagt dem Wort von ihm der Heilandsruf. Jesus ruft alle zu sich. Bei ihm kann man zur Ruhe kommen, heil werden, den Frieden finden. Oder wie wir heute würden sagen, gesund und zweg werden. Ihr gehört in diesem Gottesdienst Musik von Markus Sellig. Er ist ein vielseitiger Kirchenmusiker und Organist. Er war in Thuner Stadtkirche und hat dort viele Jahrzehnte Orgel gespielt, bis zur Pension vor 3 Jahren. Jetzt wird er noch frei Orgel spielen. Da findet der Link auf seine Internetseite unter dem Video. Ihr habt als erstes Lied zum Eingang von einer Adolf Stähli-Interpretation gehört, «Sag mir, wenn das die Rosen blühen». Auch ein bisschen das Erwarten ja zeigen. «Sag mir, wenn das die Rosen blühen. Sag mir, wenn das zu mir kommst». So können wir das Sehen auch ein bisschen in Musik fassen, die wir in diesen Tagen haben. Gesundheit in diesen Tagen, man wünscht sich ja momentan immer wieder, und bleibt dann gesund, gell? Menschen um den ganzen Globus beschäftigen sich damit. Doch was heisst das? Gesund sein. Wann ist man eigentlich gesund? Oder wie geht gesund werden? Vielen Menschen setzt die Quarantäne und die Massnahmen momentan zu. Und darum wagen wir uns heute Morgen an die Frage, wie können wir ein gesundes Leben führen mit Blick auf Gott? Wir beten. Gott, du bist die Quelle von allem, wo lebt. Du hast die Sohn in unsere Welt mit all ihren Ansprüchen und Enttäuschungen geschickt. Er hat gelitten, so sehr, dass er am Karfreitag gekreuzigt worden ist. Er ist ins Grab gelegt worden und du, Gott, hast ihn auferweckt durch deine heilende Kraft. So ruft dein Sohn Jesus Christus so heute die mühseligen und beladenen zu sich, die, die Burdinnen schleipfen und einen neuen Weg suchen. Darum sind auch wir vor dir, guter Gott. Wir bitten dich, erfrische uns mit deiner Gegenwart. Lass den Fluss von Kraft und Liebe
aus Jesus rausfliessen zu uns. Lass uns ermutigt werden durch sein Wort. Komm zu uns und präge uns in dieser Zeit und vollende uns in die Ewigkeit. Amen. Als gemeinsames Lied singen wir heute das Osterlied nochmal singen. O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit. Den Text zum Mitsingen findet ihr unter dem Video unten zu suchen. Und es spielt wieder der Marco Sellig an der Orgel. Lesung aus dem Evangelium nach Johannes, aus dem 9. Kapitel, die Verse 1 bis 11. Unterwegs sah Jesus einen Mann, der von Geburt an blind war. Rabbi, fragten die Jünger, wie kommt es, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt, er selbst oder seine Eltern? Es ist weder seine Schuld noch die seiner Eltern, erwiderte Jesus. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Gottes Herrlichkeit. Wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Nachdem Jesus seinen Jüngern diese Antwort gegeben hatte, spuckte er auf den Boden und machte aus Erde und Speichel einen Brei, den er dem Blinden auf die Augen strich. Dann befahl er ihm, geh zum Teich Schiloach und wasch dir das Gesicht. Schiloach bedeutet Gesandter. Der Mann ging dorthin und wusch sich das Gesicht, und als er von dort wegging, konnte er sehen. Seine Nachbarn und die, die ihn bis dahin als Bettler gekannt hatten, fragten verwundert, ist das nicht der, der am Straßenrand saß und bettelte? Ja, sagten die einen, er ist es. Unmöglich, riefen die anderen, er sieht ihm nur sehr ähnlich. Doch, ich bin es, erklärte der Mann selbst. Aber wie kommt es denn, dass du auf einmal sehen kannst, wollten sie wissen. Er gab ihnen zur Antwort, da ist doch dieser Mann, der Jesus heißt. Er hat einen Brei gemacht und ihn auf meine Augen gestrichen und gesagt, geh zum Teich Schiloach und wasch dir das Gesicht. Ich bin dorthin gegangen und habe mir das Gesicht gewaschen und da konnte ich sehen. Wort Gottes heute an uns. Amen.
Wie ist jetzt das mit der Gesundheit? Liebe Hörerin, liebe Hörer. Jemand kann sich gesund fühlen, obschon, dass er an einer chronischen Krankheit leidet. Er kann Sachen anpacken, trotz seinem Leiden. Oder da ist jemand, der sich krank fühlt, obschon er körperliche Kraft hat, aber seine Lebenssituation tut ihn so abdrücken, dass er einfach nichts anpacken kann. Er ist wie gelähmt. Gesundheit ist also mehr, als was wir in Röntgenbildern oder in medizinischen Daten oder Blutproben herausfinden können. Gesundheit hat viel mit dem eigenen Wohlbefinden, mit dem eigenen Gleichgewicht, mit der eigenen Lebenssituation, mit dem Umfeld zu tun. Was also macht uns gesund? Und was eine Krankheit ist, ist schwer zu bestimmen, als wir es zuerst denken könnten. Befällt uns eine Krankheit von aussen, dringt sie in unseren Körper ein, wie ein Eindringling von aussen? Oder ist sie mehr etwas, was unser Körper tut, so wie das Fieber, das aufgeht, wenn er sich einer Krankheit stellt? Machen uns Krankheiten krank? Oder sind Krankheiten nur eine Antwort auf das, was um uns herum ist und uns krank macht? Viren, Bakterien, Stress, Lärm, Angst, Kummer, Einsamkeit. In der westlichen Welt ist in den letzten 200 Jahren eine grosse Revolution in der Medizin passiert. Man kann sich kaum vorstellen, was in diesen 200 Jahren alles gegangen ist. Am Anfang ist die Schlüsselerkenntnis gestanden, dass das Universum und der menschliche Körper nach den Regeln von der Mathematik funktionieren. Man kann sie messen, man kann sie darstellen. Einmal ein bisschen weit. Krankheiten sind nicht von unbegreiflichen Dämpfen verursacht, nicht von bösen Geistern, vom Fluch von den Ahnen, von der Hexerei vom Nachbar, von den Sternen am Himmel oder vom Zorn der Götter. So sind Krankheiten und Schmerzen berechenbarer und erklärbarer geworden. Wir haben gelernt, unseren Körper mehr zu beherrschen, ihn besser zu kontrollieren. Das hat uns viele Ängste genommen. Aber aktuell merken wir stoßen wieder an eine Grenze vom Wissen. Wie weit, dass wir da werden vorstoßen, Forscherinnen und Forscher können uns vielleicht anfangen abschätzen. Es ist schon ein bisschen ein Kontrollverlust, an so einem Virus, das man nicht kennt, ausgeliefert zu sein. Wir hier in der Schweiz und 8% der Menschheit auf dieser Welt profitieren von der höchsten Versorgungsstufe im Gesundheitswesen, die die Welt je gekannt hat. Und doch gibt es immer noch Missverständnisse. Der Mensch funktioniert eben nicht immer wie eine Maschine. Dass man ihn richtig einstellen kann und dann geht es einfach. Mit diesem Verständnis gibt es eine Gesundheitsmedizin, die sagt, wenn der Mensch nicht richtig funktioniert, muss man ihn flicken oder dann kann man auch entsorgen, wenn man ihn nicht mehr flicken kann. Krankheit wird als Störung gesehen, die man möglichst schnell beheben muss. So Krankheits- und Gesundheitsverständnis stellen uns vor neue Herausforderungen. Aber Gesundheit ist ja mehr als das problemlose Funktionieren vom Körper. Daran erinnert auch die Definition von der Weltgesundheitsorganisation.
Gesundheit ist ein körperliches, geistiges und soziales Wohlbefinden. Gesundheit wäre also ein Zusammenspiel von verschiedenen Lebensbereichen, von meinem Körper, von meinem Denken und von meinem Zusammenleben mit meinen Menschen in der Nachbarschaft. Folglich hängt das menschliche Wohlbefinden nicht direkt vom Grad der medizinischen Versorgung ab. Wer neben einem modernen Spital wohnt, der lebt nicht unbedingt mit weniger Sorge als jemand, der 2 Stunden zu Fuß bis zum nächsten Gesundheitsposten laufen muss. Die moderne Medizin macht dich älter, aber nicht unbedingt gesünder. Gesundheit hat nicht nur mit unserem Körper zu tun, sondern, wie wir auch gehört haben in dieser Definition, auch mit unseren Beziehungen. Wie stehen wir zu uns selber, zu unserem Leben, zu dem, was bis jetzt einfach ist passiert da drinnen? Wie stehen wir zu unseren Mitmenschen? Wie stehen wir zu Gott? Heilung hängt nicht nur vom Wissen und Können von einem Arzt ab, sondern auch von der Unterstützung von der Gemeinschaft und auch vom Vertrauen auf das Wirken von Gott. Beide Sachen, die wir in dieser Zeit neu lernen können. So schauen wir mal in die Bibel rein, was dort von Krankheit und Gesundheit erzählt wird. In den Berichten von Jesus, wo er Menschen geheilt hat, hat es verschiedene Ansätze drin. Da ist einerseits Gesundheit durch Berührung. Jesus hat die Regeln von seiner Zeit durchbrochen, weil er Kranke berührt hat. Darin zeigt sich, wie nach ihm das Leiden gegangen ist. HIV-positive Menschen erzählen noch heute, wie viel ihnen das bedeutet, wenn es jemand berührt. Und wie sehr sie darunter leiden, dass andere auf Abstand gehen, sobald sie von ihrer Krankheit erzählen. Ja, es ist berührend, wenn man jemanden umarmt. Vielleicht fehlt euch das auch in dieser Zeit, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. In den aktuellen Massnahmen merken wir, erleben wir etwas von dem, was sonst kranke Menschen, wie eben HIV-positive Menschen, erleben. In dieser Situation können wir unser Bewusstsein schärfen für die sogenannten normalen Zeiten, die dann wieder einmal kommen. Dass wir auch dann wertschätzen, was es bedeutet, wenn wir andere umarmen und ihnen körperlich nachkommen. Auch wenn wir zuerst möchten einen Schritt zurück machen und uns von ihnen distanzieren. Das ist das Erste, was uns der Jesus zeigt. Er heilt durch Berührung. Das Zweite ist Gesundheit durch Aussprechen, durch Reden. Jesus hat die Kranken immer wieder mit einer Frage überrascht. Willst du gesund werden? Was willst du, dass ich dir tun soll? Das könnte fast zynisch klingen, wenn man das einen kranken Mensch fragt. Ist es denn nicht selbstverständlich, was ein Kranker will? Jesus aber hat den Kranken Gelegenheit gegeben, ihren Willen kundzutun, auszureden, zu sagen, woher das sie möchte in ihrem Leben. Er hat damit auch einen Anstoss gegeben, darüber nachzudenken. Was wäre die Gesundheit, die sie möchten erreichen? Die Gelegenheit gegeben, sich darüber klar zu werden, was man will. Das ist immer wieder eine kostbare Zeit, wenn man sich die nimmt. Jesus hat den kranken Menschen eine Gelegenheit geschenkt mit seiner Frage zum Ja sagen und zum Vertrauen. So
wird der Patient zu dem, der handelt, der sagt, ja, ich möchte von dir geheilt werden. Er ist nicht Objekt von der Behandlung. So will Jesus uns ernst nehmen. Das ist schon so ein ermutigender, heilender Gedanke. Und schliesslich Gesundheit durch Vergebung. Jesus hat ganz klar gemacht, dass Krankheit nicht die Strafe für menschliche Schuld ist. Die Frage, wer die Schuld ist, ist sekundär, ist nicht eine wichtige Frage. Die Frage ist vielmehr, was soll gemacht werden, dass die Herrlichkeit von Gott in dieser Welt offenbar wird. Dass sich Gott zeigt. Jesus hat den Kranken immer wieder die Vergebung zugesprochen. Er hat gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Schuld verschwiegen macht krank, weiss schon der Psalmbeter im Psalm 32. Die Last von der Vergangenheit können abschütteln, ist heilsam. Vergebung und Versöhnung machen gesund. Osterfreude bedeutet auch das, sich freuen über die Vergebung von Schuld und Sünde, die ist überwunden wurde am Karfreitag, an der Auferstehung von Jesus. Jesus sagt auch zu uns, liebe Hörerin, liebe Hörer, du, der die schwere Burdine trägst und die Mühe hast mit dem Leben, ich komme zu dir, weil ich dir vergeben das, was dich beschuldigt, dort, wo du dich verfehlt hast. Es soll dich nicht belasten für die Zukunft. Ich will mit dir zusammengehen. Man kann die Bibel als heilendes Buch lesen. Sie will das Heil der Menschen, die Gesundheit der Menschen, könnte man sagen. Sie mutet uns aber auch den Widerspruch zu, dass Jesus unzählige Menschen geheilt hat, aber nicht alle. Wie wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 5, Vers 15 und die weiteren Verse können nachlesen. Er verfügt über unfassbare Heilkräfte und muss doch selber einen Leidensweg gehen. Darin sehen wir, das Reich von Gott ist angekommen auf der Welt. Es ist angebrochen. Es ist aber noch nicht vollendet. Oder Apostel Paulus hat das Charisma der Heilung gehabt, hat aber selber immer wieder an Krankheiten gelitten und an einer Krankheit, die er sagt, die ihn das Leben lang begleitet habe. Und so kennt die christliche Gemeinde die Sehnsucht nach einer geheilten, nach einer neuen Welt. Immer wieder ereignen sich Wunder noch in unseren Zeiten. Menschen werden geheilt von Krankheiten und von Belastungen, wo man sich das nicht geträumt hat oder erwartet hat. Und Menschen leiden und werden nicht geheilt. Und doch ist über allem das Versprechen von Gott. Gott, der sagt, es wird eine neue Welt geben. Eine Welt, wo alle Tränen abgewischt werden. Das ist das Ermutigende, auch in dieser Zeit vom Coronavirus. In unserer alten Welt erleben wir auch, dass Menschen geheilt werden, auch von diesem Virus. Liebe Hörerin, liebe Hörer, überall dort, wo etwas heil werden kann, da ereignet sich das Reich von Gott. Es ist unter uns merkbar. Oder wie es eben der Evangelist Johannes sagt, in der Lesung, die wir gehört haben, so kann die Herrlichkeit von Gott offenbar werden.
sich zeigen. Und das heisst ja in dem 9. Kapitel vom Johannesevangelium, dass Jesus sagt, wir müssen den Auftrag dessen, der mich gesandt hat, ausführen, solange es Tag ist. Die Nacht kommt, in der niemand mehr etwas tun kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Jesus redet hier von wir. Er hat den Weg aufgezeigt. Er ist auf Menschen zugegangen. Er hat Menschen berührt. Er hat Menschen geholfen, sich ihr Leben zusammenzubringen und in Worte zu fassen. Er hat Gesundheit gebracht durch Vergebung. Und so können wir die Osterfreude, die Freude über Gott, der wirkt, im Leiden, im Leben und in Ewigkeit einander weitergeben. Einander leicht sein, gerade in dieser Zeit, innen, wo wir wieder rauffahren mit dem gesellschaftlichen Leben, wo es wieder zu mehr Begegnungen kommen kann. So wird Ostern im kleinen Ereignis. Es wird wieder etwas besser, etwas heiler, etwas gesunder. In diesen Heiligen können wir die Güte von Gott erfahren, seine Herrschaft preisen. Aber die Zusage von Gott, die gilt allen. Gleich wie gesund, dass ihr euch gerade fühlt, liebe Hörerin, liebe Hörer, liebe Mitbeterin, liebe Mitbeter. Das Evangelium von Gott, seine gute Nachricht, sagt zu uns, ich, Gott, bin da in deinem Leben. Ich habe dich gern. Du gehörst zu mir. Das sagt uns der liebende Gott, der in Jesus gelitten, gestorben und auferstanden ist. Er möge uns durch die Zeit begleiten und bleibt gesund an Leib und Seele und mit den Menschen, die ihr zusammen zu tun habt. Amen.
Liebe Hörerin, liebe Hörer, wir beten für uns und für die Welt im Fürbittegebet. Liebender Gott, wir danken dir, dass du uns immer wieder neu begegnest, immer wieder neu berührst, immer wieder neu vergisst und immer wieder neu uns anregst, über unser Leben nachzudenken und in welche Richtung es geht. Du bist ein treuer Gott, darum bringen wir dir unsere Bitten vor und beten im Vertrauen auf dich. Wir bitten für alle, die in ihrer Gesundheit angeschlagen sind. Komm du zu ihnen und tu sie ermutigen. Wir bitten dich für die Menschen in Angst und Verzweiflung, dass sie mit dir einen Ausweg aus ihren Nöten finden. Für alle, wo Menschen in Schwierigkeiten zu Hilfe kommen, beten wir, sei das im Gesundheitswesen, in der Pflege oder als Polizistinnen oder Feuerwehrangehörige. Stärk sie mit Ausdauer und Mut für ihren Dienst. Wir bitten dich für die Menschen und Kirchen in Armenien, Aserbaidschan und Georgien. Wir bitten dich auch für die vielen Christinnen und Christen in der Demokratischen Republik Kongo, die in den Flüchtlingslagern in der Region von Nord-Kivu leben, unter schwierigen Umständen. Du lass auch ihnen Hilfe zukommen und schenk du ihnen die ermutigende Geist. Guter Gott, wir bitten dich auch für die Menschen im jüngsten Land der Erde, für die Menschen in Südsudan. Im Südsudan leben Menschen immer noch in der Sklaverei und können nicht selber über ihr Leben verfügen. Wir bitten dich, stärk du die Menschen und Organisationen, die sich für ihre Befreiung einsetzen, dass sie nicht mehr Sklavenarbeit machen müssen, sondern selber ein Leben können führen für sich, für ihre Familie, in Freiheit. Danke Gott, dass du Menschen befreist und zu neuem Leben führst. So bitten wir dich Gott, komm, tu deinen Menschen, dir und der ganzen Schöpfung dein Heil schenken, tu sie erneuern, so wie du deinen Sohn Jesus Christus an Ostern vom Tod auferweckt hast zu neuem Leben. In einem Moment der Stille legen wir dir das her, Gott, was uns persönlich am Herzen liegt. Gott, lass auf unser Gebet und du uns in Segen verwandeln. So beten wir mit dem Wort, wo Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So kommen wir zum Ende vom heutigen Gottesdienst an dem Sonntag nach Ostern. Menschen sind in diesen Tagen besonders angewiesen auf Unterstützung. Und so bitte ich euch, dass ihr für euch eine Kollekte zusammenstellt, jemandem etwas spenden, wenn wir es ja jetzt nicht machen können als versammelte Gemeinde in der Kirche. Als Kollekte empfehle ich euch unser Werk von der evangelisch-reformierten Kirche. Da ist einerseits das Hex,
das Hilfswerk von der evangelisch-reformierten Kirche Schweiz, Brot für alle und Mission 21. Oder vielleicht wisst ihr ja selber etwas, eine Organisation, die viel Gutes tut oder gerne möchte unterstützen. Danke für eure Gabe, danke, dass ihr eure finanziellen Möglichkeiten mit anderen teilt. Dann schauen wir in Zukunft. Das Versammlungsverbot vom Bundesrat bleibt ja noch bestehen bis am 8. Juni. Und darum werden wir auch weiterhin Gottesdienste online bieten. Nächsten Sonntag, am 26. April, begrüßt mich der Pfarrer Uwe Tatjes aus Willisau mit dem Gottesdienst auf seinem Kanal Reformiertes Pfarramt Willisau. Ihr könnt es auch in der Playlist von meinem Kanal nachschauen. So wünsche ich euch jetzt eine gesegnete Osterzeit. Christus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Mit dieser Freude gehen wir doch in die Tage, auch wenn sie ungewiss sind, auch wenn wir nicht immer alles planen und kontrollieren können. Gott ist mit uns und kommt mit uns in die Zeit hinein. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und schenke dir Frieden. Amen.